Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal diesen coolen Ektor 1-Wagen aus der Serie Ghostbusters vorstellen. Mal gucken, ob dieses niedliche Teil was taugt. Packen wir es zunächst einmal aus. Jetzt bist du fällig. Das Coole an den offenen Kartons finde ich immer, man kann schon sehen, was einen erwartet. Aber egal, du bist jetzt fällig. Raus mit dir. So sieht das gute Teil aus. Ist ein bisschen comicartig gemacht. Ich hoffe, das stört euch nicht. Mich stört das nicht. Von der Optik her gefällt er mir ganz gut. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Tja, Freunde, das war's dann auch schon wieder für heute. Mein kleines Fazit am Ende ist, von der Verarbeitung her ist es durchaus sehr gut gelungen. Keine spitzen Ecken und Kanten und die Licht- und Soundeffekte sind auch sehr gut gelungen. Und das Selbstfahrende ist auch cool, finde ich. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Tommy. Denn ich habe noch was zu erledigen. Ich muss nämlich ein paar Geister jagen. Wie geht das Ding jetzt hier an? Ach so. So.